Hallo, liebe Auszubildende. Herzlich willkommen in Hilders. Ich heiße Barbara Kaschow, bin eure Pflegedienstleitung und lade euch ganz herzlich zu unserer Tour ein. Hier wollte ich Ihnen gerne mal unseren Container zeigen, Besuchercontainer. Den haben wir eingerichtet für Besucher und unsere Bewohner, die sich hier treffen und miteinander kommunizieren können. Jetzt gehen wir mal zum Eingangsbereich, zu der Haupttür. Hier werden wir auch klingeln müssen, damit uns Kollege oder Kollegin die Tür öffnet. Jetzt gehen wir mal nach links. Hier sehen Sie unsere Cafeteria. Die ist jetzt ein bisschen umgestaltet. Wir nutzen sie hauptsächlich jetzt zum Besucherdiensten. Wir werden aber wieder Kuchen backen und Kaffee kochen. Hier auf der rechten Seite befinden sich unsere Büros. Mein Büro, wo die Tür offen ist, und die andere von der Einrichtungsleitung. Wenn Sie Fragen, Anliegen haben, gerne an uns weiter. Selbstverständlich haben wir auch Toiletten, auch Besuchertoiletten im Haus. Und jetzt möchte ich Ihnen unsere Kapelle zeigen. Wir befinden uns jetzt in der Kapelle. Hier feiern wir Gottesdienste, katholisch und evangelisch. Und ich finde diesen Raum sehr entspannt und sehr schön. Jetzt gehen wir zu unserer Umkleide. So, liebe Auszubildende, jetzt zeige ich euch eure Dienstkleidung. Wir haben einmal Kittel für euch und einmal Hosen. Ihr könnt hier vor dem Dienst euch mal zurechtlegen, anziehen und hoch. Und wir gehen jetzt auch hoch in den ersten Obergeschoss. Und dafür sind wir jetzt wieder im Eingangsbereich und gehen Richtung rechts zum Aufzug. So, jetzt sind wir in dem ersten Obergeschoss und gehen Richtung links. Da befindet sich unser Schmuckstück, unser Entspannungs- und Wellnessbad. Unsere Wellnessbadewanne nutzen wir für Entspannungsbäder. Und nach dem schönen Bad kann man, wenn man wünscht, auch saunieren. Unsere Infrarotkabine. Die Gesundheit unserer Mitarbeiter liegt uns sehr am Herzen. Deshalb nutzen wir Hilfsmittel. Wir haben Lüfter, Aufstehhilfe und vieles mehr. Jetzt sind wir im zweiten Obergeschoss und hier gerade in der Hausgemeinschaft Anemone. Wir haben 6 Hausgemeinschaften. Da leben 10 Bewohner zusammen. Die treffen sich hier am Tisch, morgens, mittags, abends, können sich aber auch natürlich zurückziehen in sein Zimmer, wenn Sie es möchten. So, liebe Auszubildende, wir sind auf unserer letzten Station für heute angekommen. Und das ist die Wohnung. Wir haben hier unser Pflegebad mit Dusche, mit Schränkchen, Toilette, mit Griffen zum Festhalten. Und natürlich mit dem Klingelruf. Die Klingelrufe haben wir auch im Zimmer, sodass der Bewohner immer klingeln kann, wenn er Hilfe braucht. Hier ist unsere Standardausstattung von Möbel. Natürlich können die Bewohner auch eigene Möbelstücke noch von zu Hause mitnehmen und sich hier gemütlich machen. Liebe Azubis, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Es hat mich sehr, sehr gefreut,
euch ein paar Informationen weiterzugeben. Wir werden uns bald wiedersehen in St. Kilian. Bis bald. Tschüss.